heute Thunfischkuchen, aber ohne Teig. Dafür brauchen wir eine Dose Thunfisch im eigenen Saft, zwei Eier, 90 Gramm geriebenen Käse, 50 Gramm Mehl, Salz, Pfeffer und 250 ml Milch. Thunfisch abtropfen lassen. Jetzt Eier dazugeben. Pfeffer und Salz. Jetzt kommt Mehl und Käse dazu. Jetzt 250 ml Milch. Minute auf Stufe 6, das alles verrühren. Jetzt die Form einfetten. Jetzt verteilen. Jetzt das Vermischte hier oben verteilen. Offen, vorgeheizt, an 180 Grad Ober- und Unterhitze. Das ist der Thunfischkuchen.